eine Kiste hier hinten. Was haben wir da drin? Jo, sehr schön. Das heißt, ich könnte hier noch so ein Ding bauen, aber halt von Ost nach West. Vielleicht so ein Dreierblock. Und dann die Führblocks hier aber weiterlaufen lassen. Fair eine Idee. Aber wie gesagt, 100 Panels ist so. Nee. Wird High-End-Bereich sein, aber bis dahin ist es nur eine Ergänzung. So, 35 habe ich noch nicht, aber ich habe schon mal 25 Stück gebaut. Das ist schön. Das werden also gleich 25 Roboter mehr. Frage ist nur, welche? Ich denke, ich baue 5 von den, heißen die eigentlich mal, Construction Bots und 20 von den Logistik Bots. Weil wir brauchen halt, wie man sehen kann, auch recht viele Construction Bots. Gerade wenn die Basis angegriffen wird und dann Türme oder Mauern repariert werden müssen. Ist ja schon sehr praktisch. So, jetzt aber hellblaue Tränke. Jo, zu dem kommen. Okay. Dann schmeiße ich jetzt mal irgendeine Forschung an, die keine hellblauen Tränke braucht. Oh, warte mal. Fällt mir ein, ich kann doch einfach jetzt, genau, das Fließband da verlängern. Unter dem einen Ding da lang laufen lassen. Oder auch nicht, weil ich keine unterirdischen Dinge habe. Okay, dann läuft es halt rum. Sieht es halt doof aus. Ist mir jetzt auch Wumpe. So. Strom. Bau übrigens mal ein paar mehr von den Poles. Da sollten wir immer genug von haben. So. Ein Feld noch. So. Und jetzt kann ich hoffentlich die Forschung einmal durchrattern lassen. Es war ein Fehler, ne? Ja, Spaß. Definitiv. Ich habe viel zu wenig DNA gehabt und wenn ich das jetzt wegmache, war die DNA für die Katz. Ja, gut. Muss ich halt warten, bis der nächste größere Angriff kommt. Und bis dahin können sich die hellblauen Tränke stauen. Ist ja auch nicht so schlimm. So, was noch, was noch, was noch? Euch schneller machen, nee. Ich sollte jetzt weiter beim Öl gucken, dass wir genug Schwefel herstellen. Gibt es in Vanilla Schwefelbäume? Ich glaube nicht. Es gibt noch nicht mehr normalen Keimlinge. Das war alles Tree Farm Mod oder irgendwas in der Richtung. Ja, schade. Boah, und ihr Roboter, ihr solltet nicht... Das ist jetzt doof. Ich finde das echt toll, befüllt zu werden mit Ressourcen. Aber ich habe fast den Verdacht, dass die Roboter 90% der Zeit damit verbringen, mir hinterher zu fliegen, weil sie mir irgendwelche Ressourcen geben wollen, anstatt das zu machen, was ich sonst noch so ein Auto gegeben habe. Was natürlich nicht sehr schön ist. 5 davon wollte ich und ganz viele davon. Rupp. Rupp. Ah, schick, 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 schick. Ein Ticken schneller sollten sie nur sein, dann wäre das wesentlich angenehmer. Na ja, komm, ich stelle mich mal daneben. Nom. Ich könnte auch einfach selbstständig das da rausholen. Ja, hier staut sich gar nichts, richtig? Doch, da hinten ist die Staukiste. Was sagt die Staukiste? Ein bisschen was ist drin. Gut. Also, beschränken? Schränken wir auf so. Und mach daraus bitte eine gelbe Kiste, dass im Notfall auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Ne, dafür war die. Ich glaube, die hatte ich extra als private angedacht, aber... naja, ist okay. Kann ich später mal rumfusseln. Noch Stahl sollte jetzt erstmal da sein. So, Chips kommen auch noch. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Zahnräder sehe ich gerade, habe ich angefordert, aber ich habe sie nicht. Das wird daran liegen, dass es nicht angebunden ist, richtig? Guck mal dahin. Genau, das wird sofort weitergereicht. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir machen einfach da mal ein Ärmchen hin. So, und hätte ich gerne rote Kisten. Mhm. Blub, blub. Beschränk dich mal auf 3 Stacks oder so. Dann haut das auch hin. Wo fliegen die Eisenblöcke hin? Beziehungsweise, wo kommen die her? Ach, die sind nur zum Aufladen hier runtergefahren, oder wie? Skurril, skurril, skurril. Gib mir mal ein bisschen Eisen.
Nimmst mehr Eisen. Ich muss den Sniper-Turm besser bestücken. Also die Sniper-Turm-Munitionsfabrik-Gebäude-Sache da. Das da oben. Hier sieht es hier gut aus auf der Seite, aber ich denke, oben wird es immer noch nicht gestaut haben. Ganz viele Roboter brauchen ganz viele Construction-Bot-Aufträge. Ja, tut mir leid. So. Wip, 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 DNA ist im Anmarsch. Bei weitem nicht genug. Na gut, ich kann das eine mit dem anderen verbinden. Denn, wie ihr vielleicht am Anfang der letzten Folge euch noch erinnern könnt, hatte ich zwei nervige Sachen, die ich machen könnte. Eine davon ist weggefallen, weil Legierung in der Vergangenheit so toll war. Und an die Ölgeschichte gedacht hat. Und sogar aufgebaut hat. Die andere nervige Sache, oder wozu ich nicht so wirklich motiviert war, ist nochmal eine Basis angreifen. Weil das bedeutet immer das Inventar total ausmisten und dann losziehen und dann sind die Basen nicht nah genug dran und so weiter und so weiter. Aber da ich jetzt ja eh DNA brauche, schnapp ich mir jetzt mal wieder eine von den vielen Kisten, die in der Gegend rumstehen. Hatte ich gesagt, ich habe keine Zahnräder mehr? Schnapp ich mir eine von den vielen Kisten, die rumstehen. Und drüsel einfach mal alles rein. Außer die Sachen, die die Roboter haben wollen, damit die Roboter nicht angeflogen kommen. Hoffe ich mal. Warum habe ich so viele Akkus? Weg. So, dann brauche ich Sniper-Türme, Sniper-Muni. Ganz viel Flammenwerfer-Muni. Raketendinger noch nicht wirklich. Ein bisschen Gatling-Gun-Munition, falls mal jemand was zu nahe kommt. Dich müsste ich eigentlich zu einer lila Kiste machen. Die Roboter schön hin und her fliegen dürfen. Ja, das dauert eine Weile. Alles bitte wegtransportieren, während ich nicht da bin. Oh, das Blueprint. Stopp, 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 stopp. Wo habe ich das Blueprint reingeschmissen? Da, das hätte ich gerne weiterhin. Der ja noch. Dich auch noch? Nee. Was soll's? So. Gib mir Sniper-Munition. Das heißt, ich muss schon wieder hier unten klauen. Nicht das Erz einsammeln. Warum muss ich das Erz genau daneben bauen? Ich kann jetzt hier gar keine Muni klauen. Ja doch, hier. Da müsste ich stehen bleiben. Es dauert auch kein bisschen lange oder so. Wobei, das reicht schon fast, ne? Okay, bauen. Gun Turret 12,7. Bau davon 5 Stück war es letztes Mal, glaube ich, für die Königin. Wobei, nein. Jetzt ist es zu spät. Hatte ich nicht gesagt, dass die Gun Turrets besser waren, weil sie irgendwie dazu sorgen, dass die Königin sich nicht bewegen kann, weil sie durchgehend geduckert wird? Ich glaube schon. Haben wir immer noch eine Kiste mit der Gatling-Muni? Hier. Das heißt, du kriegst jetzt die Sniper-Munition. Eine von den gelben Kisten. Du bist gelb, richtig? Genau, eine von den gelben Kisten kriegt die Sniper-Türme. Die ganze Munition nehmen wir mit. Ganze Munition. Gut. Mauern. Habe ich in eine Kiste Mauern reingeschmissen? Nö. 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 Gut. Mauern holen. Flammenwerfermunition. Sehr, sehr wichtig. Mach die Lampe da mal weg. Setz dich da ein, falls du die Ressourcen schon hast. Damit die Roboter was zu tun haben, während ich draußen am Rumwussel bin. Hm? So, Flammenwerfermuni ist hier, wird gerade nicht hergestellt, weil kein Eisen da war. Ah, das ist nicht so schön. Das heißt, ich kann jetzt keine Basis zerstören, weil wir brauchen mindestens, keine Ahnung, 2 Reihen voll mit Flammenwerfermunition. Damit das hinhaut. Wo holt ihr jetzt Kohle hin? Oh, er macht das schon. So, du kannst dich mal dahin drehen. Du kriegst auch noch eine neue Kiste. Ah, hatte ich schon. Du kannst dich auch drehen. So.
Wir werden später sehr viel Roherz haben für die Grinder, wenn denn irgendwann mal Grinder kommen sollten. Ja, sind echt immer zu mir am Fliegen. Das ist ja echt lieb von euch und so, aber ich glaube, ich mache das mal aus. Damit ihr die ganzen anderen Sachen versorgen könnt. Blautränke stauen sich, sehr gut. Nicht sehr weit, aber sie stauen sich. Ich höre Kampfgeräusche. Hier fehlt irgendwo noch ein Turm. Hier unten fehlen Snipertürme. Bau nochmal Snipertürme. Was? Drei Türme schießen, sollte reichen. Blub. Fehlt sogar ein normaler Turm. Kein. Ungewöhnlich. So. Leider nicht genug blaue Ärmchen dabei. Habe ich andere Ärmchen dabei? Nein. Kann ich schnell blaue Ärmchen machen? Ja. Also schnell ist relativ, aber schnell genug. So, 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 so. Das heißt, ihr könnt euch auch bald mal hier ein bisschen Money abgreifen. Und es staut sich von da bis hier. Also die Sniper-Money. Das ist jetzt nicht so wirklich super duper. Kann man gar nicht alles haben. Ich hoffe mal, wenigstens die Flammenwerfer-Munition ist inzwischen hoch genug. Ja, der Blueprint da konnte nicht erfüllt werden, aber wahrscheinlich nicht, weil die Ressourcen fehlten, sondern weil die Roboter nicht schnell genug waren. Weil der Blueprint hält ja nur eine halbe Minute. Wobei, wir haben keine Batterien mehr, also haben wir auch keine Akkus. Ein paar haben wir noch. Das Schwefelproblem hat sich also noch nicht behoben. Obwohl wir umgestellt haben von der einen Verarbeitungsmethode auf die andere. Ich denke, ich kapp mal das Plastik. Das heißt, hier wird jetzt gleich nichts mehr hergestellt. So. Hier kommt jetzt zwar noch Petroleumgas an, aber es wird nicht weiterverarbeitet. Das heißt, es müsste eigentlich bis hierhin durchrutschen. Gucke ich mal ganz kurz. Oder es läuft drüben erstmal voll, bevor es irgendwo hin weiterrutscht, ja. Das ist irre langsam, bis da was ankommt. Hammer. Ja, ich brauche unbedingt das Öl. Mittelfristiges Ziel, immer noch hier drüben eine neue Ölraffinerie ordentlich aufzubauen, die komplett roboterabhängig ist. Kurzfristiges Ziel, wahrscheinlich nächste oder übernächste Folge, da drüben Pumpjacks aufstellen und eine etwas wuselige Hin- und Herleitung machen bis hier hinten hin, damit wenigstens genug Öl ankommt. Und da es halt ganz neu erschlossene Ölquellen sind, wird es am Anfang auch richtig schön Sprit geben. Kann ich jetzt nicht bauen wegen des anderen Slots. Aber es kommt langsam. Okay, also Schwefel kommt, dadurch kommt Schwefelsäure. Komm schon. Ich sollte Produktivitätschips hier rein. Oh. Ja. Sollte ich allgemein machen. Oh, Schwarmangriff. Ah, das ist cool. Die werden ja auch immer größer. Mal gucken, wie es im High-End-Bereich aussieht. Ah, da wuselt noch was, oder? Hinten? Alles dunkel, ne? Du da. Ihr macht das schon. Kommt darauf, fließt runter. Munition. Das sollte für eine Basis reichen, aber nicht wirklich für mehr. Und ich sehe schon, ich muss einmal Metall noch schleppen. Also diese Folge wird es nichts damit angreifen. Von der Basis. Vor allem, weil ich schon wieder interessiert habe. Diese Folge wird nichts. Aber in der nächsten. Das heißt, jetzt schnappe ich mir einmal irgendwo Metall, wo es noch wirklich in Massen über ist, was nicht wirklich hier ist, oder? Ah doch, hier. Einmal komplett alles an Eisenplatten, bitte. Und das hier hinten reinschmeißen. Also erstmal kriegst du noch einen kleinen Happen, damit die Batterien länger laufen und die Schwefelsäureproduktion. Und dann bekommst du noch einen richtig großen Happen, damit noch mehr von der Muni kommt. Guti, also nächste Folge. Einmal Basis töten mit Mauern und Türmen, wobei ich Mauern noch holen muss.
Und dann die Ölpipeline von West nach Ost. Was eine komische Richtung ist, normalerweise von Ost nach West. Um das Ding hier mit mehr Öl zu versetzen, damit alles durchgehend hergestellt wird. Und wir genug Fuel Blocks haben für unsere Anlage oben und genug Petroleumgas für Plastik und Schwefel. Gut, bis gleich.